Liebe Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Startchancenprogramm, das Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger nach sehr intensiven Diskussionen gemeinsam mit den Ländern auf den Weg gebracht hat, ist in der Tat das größte bildungspolitische Programm in der Geschichte der Bundesrepublik. Und die Koalitionsfraktion in diesem Hohen Hause eint ja mittlerweile, wie wir wieder gemerkt haben, die letzten Tage offenkundig, vor allem der permanente Ruf nach mehr Geld vom Bund. Ich bin der Bundesregierung und dem Deutschen Bundestag ausgesprochen dankbar dafür, dass Sie die Länder und die Kommunen, was die Investitionen angeht, trotz äußerst angespannter Haushaltslage in den nächsten 10 Jahren freiwillig mit 10 Milliarden Euro unterstützen und viele Schulen in unserem Land in einem wichtigen Programm besonders fördern wird. Schon bemerkenswert. Die Union fordert ständig, wenn eigene Anträge Geld vom Bund. Wenn der Bund Geld gibt, dann ist es ein eigener Erfolg und es wird nicht mal geklatscht. Aber gut, das lässt tief blicken. Aber dazu komme ich noch. In den nächsten 10 Jahren sollen damit bundesweit insgesamt 20 Milliarden Euro in die Schulen investiert werden, die vor ganz besonderen Herausforderungen stehen. Für Schleswig-Holstein bedeutet dies rund 660 Millionen Euro für diese Schulen. Das ist auch dringend notwendig aus unserer Sicht, denn der Bildungserfolg der Kinder und Jugendlichen hängt in Deutschland und eben auch in Schleswig-Holstein noch immer viel zu sehr von der Herkunft ab. Wir brauchen mehr Chancengerechtigkeit in unserem Land. Wir sind es den Kindern und Jugendlichen schuldig, dass ihre Stärken und ihre Talente bestmöglich gefördert werden. Und wir sind als älter werdende Gesellschaft auch volkswirtschaftlich gut beraten, dieses große Defizit deutlich engagierter anzupacken. Denn wir merken doch schon jetzt, dass jede und jeder der jungen Menschen dringend gebraucht wird, um das Land am Laufen zu halten und unseren Wohlstand zu erhalten und hoffentlich auch zu mehren. Und die 3 Säulen des Programms, wurde schon von mehreren Vorrednern angesprochen, sind richtig. Ich finde auch gerade den Aspekt, Herr Balasus, wichtig, dass auch berufliche Schulen auch profitieren können. Aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt, auch in Schleswig-Holstein. Die Ministerin hatte uns ja am 6. Juni zuletzt im Bildungsausschuss auf meinen Antrag hin umfassend über die Umsetzung des Startchancenprogramms in Schleswig-Holstein berichtet. Dieser Bericht hat dann bei den Koalitionsfraktionen offenbar für so viel Begeisterung gesorgt, dass sie gleich am nächsten Tag, am 7. Juni, einen Berichtsantrag für das Plenum eingereicht haben, um das Ganze nochmal auch an anderer Stelle zu hören. Ein etwas kurioser Vorgang, denn es gibt seitdem eigentlich lediglich die Änderung, dass, wie halt angekündigt, weitere 65 Schulen nach dem erläuterten Sozialindex als Startchancenschulen benannt wurden. Das ist eine schöne Sache, aber ja, man kann nicht oft genug darüber sprechen. Diese Tatsache hätte allerdings aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt eine Landtagsbeschlüsse notwendig gemacht, wobei ich es aber wirklich bemerkenswert finde, weil die Frage ist ja, warum findet das hier statt? Das ist hier so ein bisschen, läuft so ein bisschen nebenbei, dass mal nebenbei quasi verkündet wird, dieser sperrige Titel, den Sie hier aufgerufen haben, dass die Startchancenschulen in Schleswig-Holstein nicht wie im Rest der Republik Startchancenschulen heißen werden, sondern weiterhin Perspektivschulen. Das ist ja ein erfolgreiches Jamaika-Programm, das auch die Sozialdemokraten mittlerweile anerkennen. Aber so sehr ich das Perspektivschulprogramm richtig fand, Frau Ministerin, wir haben jetzt ein neues Programm, das Startchancenschulprogramm, das auch überall so heißt, und jetzt wird es in Schleswig-Holstein anders heißen. Das ist, glaube ich, kein Zufall, sondern es geht darum, dass man zwar das Geld vom Bund gerne nimmt, aber dass man den Titel des Bundes canceln möchte, meine Damen und Herren. Ja, fachlich gibt es dafür gar keinen Grund. Es ist ja ein neues Programm. Es gibt Ähnlichkeiten, auch das ist zwar kein Zufall. Das Perspektivschulprogramm war ja auch etwas aus unserem Wahlprogramm. Das Startchancenschulprogramm war auch etwas aus unserem Bundestagswahlprogramm. Deswegen gibt es Ähnlichkeiten. Man hat auch aus Schleswig-Holstein gelernt. Das ist sicherlich so. Aber Frau Prien, warum jetzt? Sie haben ja im Entstehungsprozess, haben Sie ja gerade erklärt, sich sehr konstruktiv eingebracht und haben dafür auch Haue in der eigenen Partei bekommen. Die Wahrnehmung haben Sie, glaube ich, relativ exklusiv, dass Sie sich da so konstruktiv eingebracht haben. Denn Sie waren es ja, die mehrfach auch Interviews gegeben hat mit Inhalten, wo meine eigenen Leute mir in Berlin gesagt haben, das würden wir dir gerne mitteilen, aber es sind vertrauliche Gespräche, wir wollen das ja nicht gefährden. Sag ich, naja, so vertraulich ist das nicht, Frau Prien hat es in der Nachricht schon ausgeplaudert. Also insofern sehr vertrauliche Verhandlungen, vertrauensvolle Verhandlungen zwischen Bund und Ländern. Frau Prien sagt, sie hat sich sehr gut eingebracht, wenn sie das so sieht, ist das so, sehen andere anders. Meine Damen und Herren, im Ernst, ich finde das ein bisschen peinlich und kleingeistig, dass die Koalition das so macht. Ich glaube, sie werden es jetzt nicht mehr ändern. Ich wundere mich auch, dass die Grünen erneut so eine komische Nummer mitmachen. Das war ja schon bei den Schulleiterwahlen, die erst abgeschafft werden sollten, auch schon bemerkenswert. Sei es drum. Ich glaube, dass Sie diesen komischen, peinlichen Fauxpas jetzt nicht mehr einfangen werden. Ich erwarte von Ihnen jetzt keine parteipolitisch motivierten Spielchen mehr, sondern eine sehr konzentrierte und zielstrebige Umsetzung im Sinne der Schülerinnen und Schüler der ausgewählten Schulen, meine Damen und Herren.
Es gibt hier die große Gelegenheit, die Chancengerechtigkeit in unserem Land massiv zu stärken. Es wäre sicherlich noch deutlich mehr wünschenswert, aber es ist schon mal ein großer Schritt. Nutzen Sie diese Chance, vermassen Sie es nicht. Wir werden sehr genau darauf achten. Es bleibt ja tatsächlich auch für die nächsten Schritte nicht mehr viel Zeit. Deswegen brauchen wir Tempo und wir brauchen schnell die notwendige Klarheit für die Schulen. Ich will aber auch noch mal abschließend einen Punkt aufgreifen, den auch Martin Habersatz, finde ich, zu Recht angesprochen hat. Es ist immer schön, wenn wir hier Programme machen mit Digitalpakt und Startchancen und so weiter. Dann streitet man sich monatelang darum, wer jetzt genau was finanziert und ob jetzt der Bund nur Geld geben soll und ob er auch mitreden darf. Aber ich finde, ehrlich gesagt, im bildungspolitischen Bereich, mir geht das seit Jahren zunehmend auf den Senkel. Weil doch eigentlich ist das doch immer nur eine Notlösung. Wir sind, ja, Herr Krüger, das sind doch Notlösungen, dass man sich von Programm zu Programm hangelt, neue Programme macht. Wir sind als Bundesrepublik Deutschland im weltweiten Vergleich, im OECD-Vergleich, da gab es ja auch gerade vor einiger Zeit wieder Zahlen, da sind wir aus dem oberen Bereich, was die Bildungsausgaben, die Bildungsinstitutionen angeht, im nationalen Vergleich abgerutscht, mittlerweile deutlich unter den Durchschnitt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, unser Land hat nicht so viele Ressourcen. Das müssen schon, denn die jungen Menschen auch in einer älter werdenden Gesellschaft eine Menge stemmen. Und ich glaube, wir können uns das nicht leisten. Und ich glaube nicht, dass wir mit solchen Programmen, zwischen denen wir uns so hin und her hangeln, und über die wir regelmäßig streiten, dass wir damit das Problem gelöst werden. Ich glaube, wir müssen dazu kommen, dass es in der Tat ein Kooperationsgebot geben muss zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Bildung muss eine gesamtstaatliche Aufgabe werden, weil es wird nicht funktionieren, dass man immer wieder sagt, naja, gib mal Geld, aber ihr dürft nicht mitreden oder gibt uns doch mehr aus dem Steuertopf. Das wird nicht funktionieren. Ich glaube, man wird zu einem Kooperationsgebot kommen müssen, damit man die Bildungsinvestitionen in Deutschland dauerhaft auf ein Niveau wieder hebt, Schritt für Schritt, das akzeptabel ist, das unser Land zukunftsfähig macht. Ich glaube, dazu wird man hinkommen. Das gehört zur Wahrheit aus meiner Sicht dazu. Deswegen, ich freue mich, dass das Programm das geklappt hat. Ich freue mich, dass es in Schleswig-Holstein umgesetzt wird. Diesen Titel finde ich ein bisschen merkwürdig, aber ich wundere mich auch über nichts mehr. Und insofern hoffe ich, dass es jetzt für die Schulen und für die Schülerinnen und Schüler eine gute Sache wird. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.